Okay, weiter geht's. Pause vorbei. Und wir wollen jetzt, Claptrap gesprochen, Tennis gefunden. Ich glaube, das wollen wir noch nicht machen. Das geht nämlich mit der Hauptquest weiter. Erstmal die Dinge hier in New Haven abgeben und dann machen wir jede Menge in den West Commons West noch. Uns erwarten noch. Da. Also, da geht's auf. Stimmt, Und da ja stimmt, wir wäre könnten direkt sofort nach. Transport. Stimmt eigentlich, ja. Wir könnten natürlich auch direkt nach New Haven gehen. Ja, das wäre Aber eine tolle ich wollte Angelegenheit. doch Kalorien verbrennen. Ganz viele. Oh, dann verbrennt sie doch. Ich habe ein Feuerzeug und 2 Liter Benzin dabei. Hat wunderbar funktioniert. ja. Das Fett ist nahezu weg. Ja. Schwarzes Ist Brett. das nicht irgendwie rassistisch? Munition, Munition, Munition. Da. Ah. Ich muss mich auch mal zurückhalten, irgendeinen Witz zu machen, dann kommst du. Was haben wir denn da? Ich sehe was, was du nicht siehst. Das möchte ich gleich mal machen. Die muss ich auch mal ausprobieren. Hast Säureschwader, Level 2. du. Ah. Ich glaube fast, ich nehme auch mal die Säure rein. Was? Säureschlag. Ich habe mir das jetzt was spektakulärer vorgestellt bei Horst, aber egal. Jetzt passt Horst natürlich super, muss ich schon zugeben. Hallo Horst. Nehme ich mal hier. Das sieht so Heia. Panne aus. Das sieht Das. so Panne aus. Dieser große Kerl und diese Mini-Waffe. Bleib mal stehen. Aber ich finde auf jeden Sieht Fall. schön Ich aus. finde die Feuerrate jetzt schon geil. Ich möchte mal wissen, wie die abgeht, wenn ich einen Gegner getötet habe. Das möchte ich unbedingt mal ausprobieren. Das muss ja Wahnsinn sein. Aber okay, jetzt können wir Ja. weiter. Dahinter. Doch, da können wir. Das Stück können wir gleich laufen, denke ich mal. 5 Minuten Ja, später. Wir sind sehe ja immer noch ich. nicht da. Warum haben wir kein Auto genommen? Hey, da hinten lang kann man auch gehen. Aha. Das ist so eine Endlosschleife. Wir laufen jetzt hier hin, dann sind wir am Anfang von New Haven. Laufen wir da lang. Ah, ich kann mich erinnern, hier kommen Banditen. Ich möchte mal kurz Hallo sagen. Stimmt, genau. Boom, boom. Ah, stimmt, da kann ich doch gleich mal testen. Wo habe ich sie denn? Da? Nee, da. Moment mal, Horstilon der. Ratatata, ach du Scheiße, ist das ein prasselnder Hagel. So, meine Granate, damit auch gleich Harter, noch. okay. Und da ist mein. Das sieht irgendwie so grün aus, wenn ich zuschlag. Ich hab Suppe in den Händen. Es ist noch Suppe da. Es ist noch Suppe da. Es ist doch super, super da. Wo bist du? Wo Ah. bist du? Ach, da bist du. Da gefällt mir die Maschinengewehr Hat draußen sich besser, macht mehr erledigt? Schaden. Okay. Aber die Feuerrate ist schon irgendwie abartig dann von dem Ding, wenn ich noch den Boost habe. Ist schon irgendwie lustig. Das fand ich ja bei, wie hieß nochmal die Flilith? Ziemlich brutal. Konnte die das auch erhöhen, die Feuerrate, oder wie? Ja, hast du Okay. dann irgendwann das SMG schneller leer gehabt wie alles andere? Da warst du ja nur noch mit Nachladen. Die Lady mit der kaputten Visage glaubt, dass wir beide nach derselben Sache suchen. Du solltest herkommen, damit ich mir dieses Artefakt von dir näher ansehen kann. Oh Aha. yeah, du darfst es Ich sogar weiß, von welchem anfassen, wenn du Artefakt du willst. sprichst, Schätzchen. Nur nicht im Mund zu voll. Gott. Oh nein. Das Das habe ich jetzt nicht gesagt. Niveau war eigentlich schon ganz unten, aber Hauptsache noch mal irgendwie in eine Extragrube reingehauen. Oh Mann. Benutzen. Weiter geht's. Ja, so kannst du es. Spucker-Skeks sind anfälliger gegenüber Nahkampfangriffen. Warum zum Teufel müssen überall Überleitungen sein auf einmal? Ah. So. Wo Wir ist der sind da Unterschied zwischen. ganz ohne Flachwitze sind wir jetzt im neuen Gebiet. Genau.
großer Unterschied zwischen lieben, hassen und übertreiben. Und nein, ich werde diesen Witz nicht zu Ende führen. Okay, weil ich kenne nämlich gar nicht. Anständig. Schlucken, spucken, gurgeln. Oh Mann. Ich glaube. Achtung, Gruppenfacepalm in 3, 2, 1 und. Bam! Bam, alle gleichzeitig, bitte. Ach, das Gebiet, das kenne ich nur zu. Ich kann mir die Tränen noch nicht mal so einfach aus den Augen wischen. Nachteil Prilips, Headset. Ah. Ha? Schau mal. Ha? Wie sollen Rohre öffnen? Oh, fangen wir mal damit an, oder? Ja, bedienen wir uns als Klempner. Mhm. Ich bin ja. Ah, das ist gleich hier ums Eck. An das Gebiet erinnere ich mich sehr gut. Ich glaube, hier werden wir oft und viel sein. Hi. Okay. An den erinnere ich mich auch. Und an den. Yeah. So, hier sollen wir Rohre öffnen, alles klar. Oh Gott. Na, das kenne ich nur zu gut, das Gebiet hier. Ich glaube, ich bin hier so oft mit dem Auto runtergebrettert. Deswegen bin ich hier vorsichtig. Oh, yes. Hi. Boom. Boom? Könnte auch effektiver sein. Will ich die? Die hört sich ja schon cool an, ne? Yes, baby. Aber gut, er ist schon mal irgendwie versäuert, versauert. Er versauert gerade. Wie nennt man es, wenn man jemanden mit Säure erwischt? Er versauert, es ist keine Ahnung. Verätzt ihn vielleicht? Ja gut, er wird gerade verätzt, ja, das könnt ihr ihn hauen. So, langsam. Aber irgendwie, ich brauche bessere Raketenwerfer. Ich weiß gar nicht, ob es im ersten Teil so richtig gute gibt. Beim zweiten bin ich mir sicher, dass es richtig gute Raketenwerfer gibt. Aber hier, ich bin mir gerade unsicher. Ja, die sind da recht gut pervers, die. Na. Zack. Na komm schon. Das ist die. Ich muss mir nochmal die Zahlen mal merken. Die Slots. Kann sein, dass ich im Kreis laufe die ganze Zeit. Ich bin so klug. Das ist sehr gut möglich. Ah, hi, Kiste. Ich finde das so geil, dass ich Schilde mittlerweile ignoriere. Ich bin ein Ignorant. Ich habe Schild auf die Ignore-Liste gesetzt. Mhm. Ja, Munition. Ah ja. Nichts dabei. Doch, war was dabei. Sehr schön. Was haben wir hier? Wäre eine Shotgun. Was hast du gesagt? Deine macht 100 mal irgendwas Meine Schaden, ne? Meine macht 107 mal 12. Okay. Kannst du selber ausrechnen. Das sind fast 13.000. Ja, ganz genau. Mich habe ich jetzt auch gerade keine Lust dazu. Dessen Kopf durchzugehen. Mein Kopf sagt einfach nein. Da kommt so die Rechnung an. 107 mal 12, die klopft so am Kopf an. Das Gehirn macht so die Tür auf und sagt, raus, hau bloß ab. Es ist abends, ich mach kein Mathe. Ja. Aber das hat doch was mit Geschichte zu tun. Wo sind die eigentlich? Ich muss gerade überlegen. Irgendwas in meinem Kopf sagt mir, war das oben drauf oder war das drin im Gebäude? Oder nee, das war, glaube ich, irgendwas mit den Dingen. Rohr geöffnet. Oh, das wäre so geil. 85% Sniper-Rifle-Schaden bei kritischen Treffen. Alter! Wo bin ich denn jetzt drin? Ey, mir kommt das mit den Rohren gerade nicht. Hier kommt man nicht rein, hier kommt man nicht drauf. Bloodwing-Schaden. Wieso lässt mich das Gefühl das nicht los, dass das... Hier. Ja, doch, war doch so. Das konnte man doch von außen machen, verflucht. Aber ich weiß, wie ich immer mit dem Auto reingebrettert bin. Ich bin immer hier mit dem Auto gelandet. Muss mich dann erstmal durchschießen überall. Deswegen habe ich das Gebiet immer gehasst. Sehr schön. Die Rohre sind offen.
Oh yeah. Toll, super, da kommt ja was Klaftes raus. Blech. Ganz sauber bauen. So. Auto fahren. Wo ist unser Auto eigentlich? Ey Mann, wo ist mein Auto? Und da? Ja, da oben. Da, sag mal. Rein da. Toll, da schiebt er mich nach unten. Ah, da haben wir wieder versteckte Tagebücher. Und Tennis. Was geht denn schon wieder? Und wenn? Was machst ich du denn? Ich weiß nicht. Ich mach gar nichts. Ich bin lieb, brav, anständig. Das ist, ich würde niemals ein Let's Play sabotieren. Das ist die Hauptquest. Ne, ich möchte erstmal hier machen. Scooters. Autoteile. Okay. Und zwar da oben. Man kommt auf zwei Kreis fahren. Man kommt auf zweierlei Wege rein. Entweder da oder da. Oder da. Entweder da oder da. Hauptsache nirgendwo hinzeigen da, dabei, da, einfach nur da. Sagen, da, da. Sehr oh schön. Mann, dass du mich immer zusammenfahren musst. Moment mal, also dieses Mal bist du auf mich fahren, ja? Und das Schöne ist, ich habe ein Zeugen. Jehovas? Gut möglich. Hast wahrscheinlich ein Zeugwart. Mein Gott, sind hier viele Leute. Wie ich trotzdem konsequenterweise mit Raketen verschieße. Ich muss ja auch mal meine Skills verbessern damit. Da war eine Granate. Rocket Jump, da geht er, glaube ich. Also erstmal der Granate, dann Horstilon der Erste. Boom. Hat er gerade gesagt, boah, mein Gesicht? Ich hab's nicht gehört, dass er boah, mein Gesicht gesagt hätte. Wahrscheinlich hat er dich gemeint. Boah, dein Gesicht, meine Augen, es brennt so sehr. Ich bin blind, ich will sterben. Versucht er sich mit einem Löffel die Augen auszulöffeln. Doch nicht. Apropos Löffel. Fällt dir beim Stichwort Löffel auch die Geschichte von Handsome Jack ein? Oh Gott. Ja. Ich muss da so lachen, ey. Oh Gott, freut dich schon mal auf den zweiten Teil, das wird so göttlich. Mit einem Absolut. Löffel, mit einem Löffel. Das ist einfach so herrlich. Na? Ach, lass mal die. Wir kommen ja noch früh genug zum zweiten Teil. Mhm. Irgendwann ein. Eieiei, stimmt, das Ding gab's ja auch. Das Ding hat, glaube ich, Panzerung, oder? War's nicht. Gatling-Geschütz. Ah. Knallharter Säure-Wack. Oh, fuck. Kommt ihr denn her? Au! Irgendwie. Ich brauche einen besseren Raketenwerfer. Was? Den mit den drei Raketen, habe ich den aus dem Zweck geschmissen oder so? Wahrscheinlich. Ups. Das kann sein. Das Ding ist auch gut, eigentlich. Eigentlich. Das Problem ist das Wort eigentlich. Eigentlich ist das immer eine gute Idee, ja? Okay, richtig. Wer will Ärger? Ich nicht. Ja, also ich glaube mit der Assault-Rifle bin ich ganz zufrieden. Toll. Da habe ich ewig lange mit Rowland gespielt und immer Assault-Rifles gespielt. Jetzt nehme ich einen anderen Charakter, was spiele ich Assault-Rifles? Verflucht. Ich bin. Ja. Ich hab's verstanden. Ja, das ist Gatling, der chinesische Schnellfeuerminister. Ah ja, Gatling. Okay, das warst du. Dann haben wir hier noch was. Was haben wir denn da oben? Rosteter Motor. Im Übrigen gibt es hier anscheinend ein schwarzes Brett. Ja, das ich glaube, hier werden wir viel Zeit verbringen. Ich kann mich erinnern, in dem Gebiet ist viel zu los. Und viel zu tun. Ich bin gerade am überlegen, ob das Auto noch irgendwas. Da hatte. Ist noch ein Autoteil gewesen und dann brauchen wir jetzt noch eine Brennstoffzelle. Wenn, dann sieht man die bestimmt von hier oben ganz gut. Oder auch nicht.
Je nachdem. Ja, gut. Einen verrosteten Motor brauchen wir auch noch einen. Oh, ja. Wo? Wer, wenn ich einen... Ah, ja, okay. Den Motor habe ich. Dann brauchen wir bloß noch eine Brennstoffzelle irgendwo. Oh, kommst du da rauf, du Fettsack? Okay, das hätten wir. Mal alle Häuser durchgucken. Hallöchen. Hm? Was denn? Wir haben alles. Schön, sehr schön. Dann. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ist das noch. Bist doch schon freigeschaltet sein, oder? Ja, den Laden haben wir. Hi! Nette Sniper. Ah, dann wollen wir ist doch gleich die, mal gucken. Ist es die, die du meintest? Die ja ein Tagesangebot ist. 180% kritischer Trefferschaden, hoher Standardschadenswert. Da ist keine, das steht bei mir ausverkauft. Ach, die hast du schon genommen, oder wie? Und ja, natürlich. Ah. Oh Mann, ey, ja, hahaha. Ah, musste ich lachen. Cabo ist so witzig, ja. Da hinten gibt's auch. Da hinten ist kennst aber ein du den Brett. Film Hangover? Ich weiß, was du meinst mit Hangover. Das hast du schon mal gebracht. Ah, ja, okay. Witzig. Ja. Ich liebe diesen Asiaten. Er ist so geil. Okay, ich brauche noch ein Level. Was ist dann? Denke dann ich. Bin ich ein Level höher. Ah. Ja, genau. Nein, dann darf ich die Sniper benutzen. Benutz sie. Oh ja, so du richtig benutzt. Hart und kräftig. Wollen wir diese Quest vielleicht jetzt schon bei Scooter abgeben mit dem Auto? Ach so, dass du jetzt deine Sniper benutzen kannst, oder wie? Nein, einfach weil ich ja weiß, was passiert. Passiert da etwas? Ich weiß es gar nicht. Ja. Okay, ja, dann machen wir es mal. Was okay, kann? Sehr schön. Dann. Wait. Ah, stimmt, ist er hier. Dann gehen wir mal zurück. Ja. Wieso habe ich so ein ganz blödes Gefühl irgendwie? Ich weiß nämlich gerade echt nicht, was dann passiert, wenn man das macht. Ja, die Welt geht unter. Ah, okay. Aliens kommen auf die Erde. Da waren doch schon welche da. Wir haben doch schon gesehen, die Aridianer. Nein, solche Aliens à la Horst, Hugo. Okay, ja gut, wir können ja gleich zwei machen. Einmal hier, einmal bis zu den Ohren. Und jetzt? Es kann aber auch sein, dass ich mich irrt habe. Ich glaube, du verwechselst es gerade mit dem zweiten Teil, oder? Ich war der Meinung, im ersten Teil war das auch schon. Nee, es gibt hier nur die normalen Fahrzeuge, es gibt hier nur die normalen Autos. Ich glaube, du meinst diese Banditenbuggies, oder? Nein, ja, so in der Art wie, Nein, es gibt im ersten Teil nur diese Autos. Ich glaube, in Add-ons gibt es andere Autos, aber hier im Hauptspiel im Normalen gibt es nur diese Fahrzeuge hier. Ich war der Meinung, da war mal was. Aber okay. So, dann gehen wir mal zurück. Nicht. Hey. Ich bin über Cabo gesprungen. Habt ihr das gesehen? Nein. 10 Punkte. Nein, leider nur 9 von 10. Oh. Reicht auch. Ja. Weil du heute zu unliebevoll zu mir warst. Ich habe noch nicht mal ein Küsschen gekriegt. Ja, das können wir doch später nachholen. Oh. Lass mich dein Reißwolf sein. Wie? Dann ist die Tagebucheinträge. Die Schnitzeljagd machen wir mal. Von der SMG. Okay. Jagen wir das Schnitzel. Rennt so ein Schnitzel weg und alle laufen hinterher. Das habe ich mir irgendwie immer epischer vorgestellt mit der Schnitzeljagd. Da hinten, so. Da. Ah, ja. Das kenne ich auch noch mehr als gut genug hier. Das Gebiet. Das kenne ich sogar super hier. Das sieht man auch schon die Dinger. Also ich glaube, hier sind wir ziemlich schnell durch, weil ich glaube, die kenne ich sogar noch relativ gut auswendig hier. Ich weiß nicht wieso, an dieses Gebiet kann ich mich unglaublich gut erinnern. Warum, weiß ich nicht. Ja.
Hörst du auf, dich zu bewegen, wenn ich dich erschießen möchte? Alter, wie gemein ist denn dieser scheiß Schild, ey? Das ist ja unglaublich. Nimm mir diese Sicht weg. Oh, hi. Oh, keine Munition mehr? Das ist eher schlecht. Ich habe immer noch die Säure drin, die würde ich noch weg. Na gut, passt eigentlich auch. Dun, dun, dun. Jetzt spiele ich einfach mal Akro-Kabu. Bin ich nicht der, der enragen sollte von uns? Hey, ich kann auch enragen. Ich kann nicht Schaden machen. Hm, wollte ich gerade sagen, seit wann kann ein Paladin enragen? Ich höre dich. Da oben auf jeden nicht. Fall ein Teil und für reden. Das, ja, ich glaube, deswegen kann ich mich an das Ding. Ja, genau, jetzt weiß ich, warum ich mich hier so gut dran erinnern kann, weil wenn man hier irgendwie. Ich glaube, ich müsste hier mehrfach neu laufen, weil ich mir irgendwie versprungen habe oder so. Hallo, höre ich hier jemanden? Ja, du darfst das machen. Ich habe viele andere Dinge zu tun. Oh, ich glaube, da war es dann auch wieder so eine Anmeldung zu einer Arena-Kampf, ne? Ja, stimmt. Ich glaube, hier gab es so eine Arena. Die alte haben wir ja geschafft, oder? Ja, die haben wir geschafft. Ich kann mich erinnern, wie der uns dann angeschnauzt hat. Ja, genau deswegen bleibt mir das so gut in Erinnerung, weil wenn man sich immer versprungen hat, immer wieder das Neuanlaufen, das ging mir immer so auf den Zeige. Ja. Das ist so zum nein. Heulen. Nein, nein! Scheiße. Merken. Rechts springen, das war das Geheimnis. Nicht links, rechts springen, das war's. Hier drauf. Von hier ist es ein bisschen gemein, dass man da nicht anstößt, aber normalerweise, wenn man so springt, drauf und man hat's. Mal ein bisschen vorsichtiger gehen, weil das Problem ist, wenn man hier immer in Rage springt, weil es einem immer mehr auf den Sack geht, dass man hier lang springen muss, dann versaut man es ungefähr 10 Mal. Und ich glaube, deswegen bleibt mir dieser Ort so in Gedanken noch drin. Das ist unglaublich. Hm. Jetzt fehlt nur noch ein Teil, ne? Das ist hier. Ah ja, okay. Haben wir. Haben wir. Gut.